Ein wunderschönen Hakuna, meine Tata. Schön, dass ihr wieder einschaltet. Heute wieder grandiose Action. Heute wieder eine richtig gute Reaktion, ja? Vom Meister, dem Endgegner aller Schnittprogramme, kann man sagen. Weil er wahrscheinlich das Schnittprogramm-Tool durchgespielt hat. Nämlich? Deko? Digga, Hugo! Jawohl. Hallo, Digga, was für eine krasse Anmoderation, ey. Ja, wenn wir so schneiden könnten, ich glaube, dann wären wir auch ganz oben, on the top, oder? Auf jeden Fall, Hungriger Hugo hat Seven vs. Wild Willkommen aufgenommen. Wir wären auch gerne bei Seven vs. Wild dabei gewesen, aber wir wurden da nicht gefragt. Und ich glaube, wir hätten das Ding gerockt, ey. Leider nicht relevant genug, aber es hätte sogar echt gut gepasst, weil dieses Mal ist die Staffel ja sogar mit Zweierteams. Ne? Also, wer würde da besser passen als wir eigentlich? Ja. Allerdings muss ich auch sagen, so ins eiskalte Kanada hätte ich auch nicht so mega Bock drauf gehabt. Ja. Auf der tropischen Insel von letzten Staffel wäre ich noch dabei gewesen, aber im kalten Kanada, ja, und auch noch zwei Wochen jetzt statt einer Woche, da muss nicht so unbedingt sein. Ich weiß gar nicht, warum das Ding jetzt eigentlich noch Seven vs. Wild heißt. Es waren ja früher mal 7 Leute, dann ging es auch noch 7 Tage und mittlerweile sind es irgendwie 14 Leute, 2 Wochen und mit 7 ist eigentlich gar nichts mehr am Hut. Ja, Name ist kein Programm mehr, ne? Noch Seven vs. Wild. Läuft, ey. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie krass sind deine Überlebensskills? Was würdest du sagen? Also ganz schlecht bin ich nicht. Ich glaube, ein Feuer kriege ich an. Mhm. Einen kleinen Shelter kriege ich auch gebaut. Mhm. Ja, schwierig mit Essen finden, weil ich habe gar keinen Plan, welche Pflanzen man essen könnte oder welche nicht. Ich gebe mir eine 3 von 10. Ich kann angeln oder sowas. Ich gebe mir eine 9 von 10. Okay, nice. Nein, ich gebe mir eine 6 von 10. Okay, aber Deko, 7 eben, weil es 7 Teams sind, ne? Deswegen nochmal. Ah, 7 Teams, okay. Na ja, du Bescheid weißt. Etwas. Also, lass uns Spaß haben. Lass uns hoffentlich lachen bei Seven vs. Wild. Wir kommen vom hungrigen Hugo. Let's go. Das ist jetzt quasi, du checkst, das ist unser Ding. Weißt du, wie ich meine? Und jetzt legen wir hier gleich einen Stamm drauf, machen vorne einen A-Frame. Das sollte passen. A-Frame, das hätten wir damals auch gesagt, oder? Warum hast du das gemacht? Ich hab dagegen Digga, richtige Mabosse-Aktion, Alter. Digga, Hauptsache gerade irgendwie 12 Stunden an diesem kleinen... Hallo! Gerade 12 Stunden an diesem kleinen komischen Bumsteil da gearbeitet. Und Marvin rennt das Ding erstmal instant um und schlägt sich selber so ein Auge aus, dass er abgeholt werden muss am ersten Tag. Ja, dann hätte ich eine Brille. Ich hätte eine Brille gehabt. Geil, ey. Aber bei Kevin und Reese läuft der Shelterbau auch nicht viel besser. Ah, das ist jetzt Papa Platte und sein Cutter, glaube ich, ne? Hast du mir ja mal erzählt, ja. Ein Assaner Cutter oder irgendwie sowas. Da bin ich auch mal gespannt, wie das bei denen ausgeht. Weil, also, Papa Platte ist, glaube ich, nicht so unbedingt die Skills, um draußen zu überleben. Und sein Cutter, glaube ich, auch nicht. Ich bin mir nicht so ganz sicher, was die überhaupt da machen. Entertainment-mäßig. Ich würde jetzt gerne in diesem Stadium ankommen, wo wir an unserem Feuer sitzen, unserem Shelter. Unser Shelter ist ein Haufen Scheiße. Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Fan-Eskalation bei Knossi Spendenlauf. Euer Lauf beginnt! 3, 2, 1! Die Zielgruppe fehlt uns. Wir haben auch einen Spendenlink im Chat. Ja, natürlich. Ja. Sofort. Hey, Mann, das ist ja ekelhaft. Wie schwer und falsch. Ekelhaft. Fick deine Mutter, du Wurmsohn. Tja, schmeiß zurück. Die Menschenmenge kommt, Knossi ist wieder da. Knossi, du bist der Beste. So ein Feini, Digga. Alter, okay, das ist... Ey. Ja! Alter Vater, leck mich am Arsch. Einen großen Applaus für Knossi! Was ist denn hier los? Scheiße, komm Thomas, komm! In den ultimativen Marsch in Richtung Apokalypse. Okay, hier hinten darf keiner rein. Wir gehen rein. Und wir bleiben drin. Mann, ihr könnt nicht mit aufs Spielfeld. Wie ist für euch? Katastrophe. Hauptsache, er hat da so 2 Securities rumlaufen und irgendwie 80 Kinder aufhalten müssen. Die auch keinen Respekt haben dazu, ne? Das ist ja noch das Ding, ey. Die scheiße Rolle. Hä? Digga, du musst die einfach in den Arm nehmen. Was soll der Scheiß? Also die können ja auch nichts machen, ne? Du kannst ja dann nicht anfangen, okay, wenn die mir keinen Respekt zollen, dann hole ich mir jetzt Respekt. Erstmal Schelle geben oder irgendwie sowas. Ey, ich bin irgendwie froh, dass unsere Zuschauerschaft auch ein bisschen älter ist, muss ich sagen. Also ein bisschen schon, ja. Ich brauche jetzt 5 Freiwillige. Bitte, bitte, bitte. Was machst du hier? Nee, hab ich nicht. Oh, der Arme, Alter. Press F. Ich liebe sie. Ich muss los, bitte.
Hey, Fiete! Du hast eine Fake-Unterschrift von mir auf dein T-Shirt gemacht? Ja. Warum hast du das gemacht? Geil, Alter. Unterschrift von Knolli. Von Knolli. Geil. Wie heißt du? Ja, Adam. Adam heißt er auch noch. Mein Sidekick. Ich hab so mal lange gebraucht, was für eine Ehre. Dein Sohn. Was an der Kuhle hat in meinen Kommentarbereich geschrieben, du seist mein Vater. I am your father. Endlich kann ich dich treffen. Okay. Das war einer der unangenehmeren Fanerfahrungen. Aber mit unangenehmen Fanerfahrungen kennt sich auch der Rentner bestens aus. Echt gepissen. Hast du Ton auf? Nö, soll man auch den Strahl hören, mir auch egal. Du wolltest eigentlich ein Foto haben, ne? Wenn du jetzt Monte folgst, dann folgst du ihm beim Pissen. Ich wohne gerade hier extra für die Ecke. Das ist das Beste. Wasser lassen, wenn man gleichzeitig noch am Forzen ist. Oh. Alter, wie schnell ist denn der? Mann, jetzt krieg ich aber noch Blähung, ey. Was ist denn los? Ich höre gerade, der Ton von Monte beim Pinkeln war toll. Kennst du auch Foto machen? Ja. Wir kennen uns aus Blackouts. Du hast mir eine Freundschaftsanfrage mal geschickt. Digi, Blackout ist 10 Jahre alt, keine Ahnung. Ich habe immer seine Füße gesagt. Hallo, das. Der Arme. Sagt der auch eiskalt. Digga, Blackout 10 Jahre her, keine Ahnung, wer du bist, ey. Eiskalt, ey. Nee, weiß ich nicht mehr, Digi. Ja, aber ehrlich, ne? Das machen wir einfach hin. Da unten sind die Mopeds immer. Im Sommer ist wieder schauen und rein. Genau, vor der Reichen sind wir den Motorrädern längst gegangen und haben mir gedacht, Vor mir noch im Hals. Bei einer geheimnisvolle Krankheit, AIDS. Wo kommst du jetzt genau her, Digga? Hier habe ich auch mal ein Ankündigungsvideo für Livestream. Das wisst ihr noch bei mir auf der Facebook-Seite. Wie random, das ist ey geil. Ich finde das geil, dass er immer so random Sounds dahinter schneidet, ey. Ja, aber auch echt gut passen. Monte hat einfach echt viel Sound zu bieten da auch. Moin, moin meine aktiven Alter! Speziellen Gruß wie immer an die Facebook-Spitze. Alter! Krass, ey! Das war Monte, ey! What the fuck, ey! Digga, wie abgefuckt er jetzt aussieht, ey. Ich finde, er sieht jetzt besser aus. Ja, aber er sieht auch ziemlich, also sieht doch um einiges fertiger aus. Ja, guck mal, Sonnenbrille, ne? Also, die Sonnenbrille muss runter. Moin meine aktiven Freunde und herzlich willkommen. Ganz speziellen Gruß an meine Facebook-Freunde. Moin meine aktiven Freunde. Ich bin Batman. Und speziellen Gruß an die Facebook-Freunde. Ihr wisst Bescheid. Speziellen Gruß wie immer an die Facebook-Spritzer. Ich hab so eine Selfie-Stange, ein Stativ für die Kamera. Ich geb dir gleich mal ein Stick. So meine aktiven 5 gegen Willi, Freunde. Um 20 Uhr pimmel ich einen Livestream raus. Wer vorbei pimmeln will, pimmelt vorbei. Wer nicht vorbei pimmelt, kriegt eine Pimmelschelle. Das waren jetzt viele Pimmel auf einmal rausgepimmelt. Ich bin ganz schön pimmelig. Warum ihr nachher vorbeischaut. Ist aber schon ein bisschen mein Humor, muss ich sagen. Nicht gut. Richtig rumgepimmelt, ey. Und solltet ihr gleich vorbeischauen, vorbei pimmeln. Wenn ich vorbei pimmel, kriegt ihr sie von spontan ab, ey. Darth Vader sagt, pimmel beim Stream vorbei. Wenn nicht, gibt's Kochschelle. Hey, wisst ihr schon das Neueste? Hallo, herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger. Commander Krieger! Und zwar gibt es jetzt bei der Spaghetti-Speck. Ehre, Leute. Aber das war's noch nicht. Das ist sogar echt eine Werbung, Junge. Das ist geil, ey. So muss man Werbung machen. Virgin Mojito gelauncht. Und mit dieser geilen Kombi aus der... Alter Junge, er hat aber auch schon echt Schlitzgills, ey. Neuen Stilbottle und dem Virgin Mojito Pod kann einem geilen Sommer nichts mehr im Weg stehen. Ganz köstlich, aber auch schmöchtlich köstlich. Köstlich, schmöchtlich. Mit nur wenigen Klicks kannst du auf erm.com deinen Virgin Mojito bis vor die Haustür liefern lassen. Klickt jetzt auf den Link in der Videobeschreibung und vergesst bei eurer Bestellung meinen Rabattcode nicht. Bruder, dieser Rabattcode, ich verstehe das nicht. Ich hatte auch schon mal so Rabattcodes. Gib mal jetzt lustiger Hugo 2.0 ein, ohne dich zu verschreiben. Das ist immer so eine Scheiße mit den Rabattcodes. Mach doch einfach Hugo. Okay, der Rabattcode diesmal ganz simpel. Einfach hungriger Hugo eingeben für 10% Rabatt. Seven vs. Wild Vorbereitung läuft auf Hochtouren. Muss man schon sagen, nicht schlecht gemacht. Geile also, Werbung, ey. Richtig gute Werbung. Erb muss man zwar sagen, ist ziemlich Schmutz, aber... Hey, du hast doch selber mal Erb gehabt.
Ja und? Ja und? Ich dachte, es war geil. Damals meinst du doch, es wäre geil. Zum Wasser trinken war es nicht schlecht, ja. Ja. Aber ich hab's halt auch irgendwann sein lassen. Aber er ist ja von Frank Thelen, der ein ziemlicher Wichser ist. Und, ja, okay. Er ist ja auch so ein bisschen rausgekommen. Die versprechen sie ja, dass sie ihre Kapseln da 100% recycelmäßig machen. Und das machen sie wohl nicht. Darauf angesprochen ist, das war dieser eine Clip. Kennst du den Clip von Frank Thelen, wo der so wegsprintet? Nein. Wie stehen sie dazu, dass er ab ihre Versprechen nicht eine? Ich muss weg, Chuck. Einfach gone. Ja. Wir brauchen so eine Werbung für Triebwerk. Wenn uns da irgendwer irgendwas erstellen kann, ich küsse seine Eier. Vielleicht müssen wir Hungriger Hugo, der schneidet auch seine Videos bestimmt noch selber, oder? Der tut von Hungriger Hugo, glaube ich, schon, ja. Dann müssen wir den mal fragen, dass er uns dann mal was fertig bastelt hier. Egal, der macht uns einen Werbeclip wahrscheinlich für 3.000 Euro oder sowas. 2.000 Euro? Dann müsst ihr wahrscheinlich viel Leute für sparen. Ihr müsst auch den gleichen Sprecher nehmen, der ist eine Legende. Ja, ja, ist doch wahrscheinlich so eine AI, oder? Glaube ich auch, ja. Ah, Klassiker. Okay, aber, okay. Ja. Weiter geht's. Am Tag Wasser scheißen, richtig heftige Magenkrämpfe, ganz schlimm. Ich werde sehr oft hinter der Kamera verschwinden und hier irgendwo in den Wald spritzen, hinter einem Baum. Und das ist Trimax hier. Sieht sehr hungrig aus, was du da machst. Durchbrechen wäre cool. Klappen, oder? Nee, niemals. Koga-Sachen, da bist du King drin. Alter! Der ist doch echt groß, oder? Der ist ja nicht irgendwie über 2 Meter groß oder so? Meinst du echt? Ich hätte jetzt gedacht, der wäre so 1,80, 1,90. Wisst ihr, wie groß Trimax ist? Google mal gerade. Ich glaube, der war echt, oder war das Stay? 1,94 schätze ich. 20 Zentimeter. Wie groß ist Trial? 1,92. Ja, guck mal, war ich ja gar nicht so schlecht, ne? Ich habe nur in den Chat geschaut. Echt? Echt? Nah dran, aber geschummelt dann. Okay, aber richtige Ochse. Einer sagt, sieht aus wie Buchen. Buchen sollst du suchen. Sieht aus wie Forest, unser Game. Aber der Shelter sieht schon stabil aus. Was für eine Leiter. Oh, wie was für eine Leiter? Das ist eine Leiter halt. Soll ich dir sagen, was für ein Modell das ist oder was? Nebenan ist eine Grundschule und die waren besorgt, warum hier Männer im Wald sind. Und die Kinder haben das deren Eltern erzählt und die Eltern rufen jetzt hier an und machen Stress. Feuer ist sowas Tolles, ne? Ich verstehe gar nicht, wie so Waldbrände so gehatet werden. Der Taxifahrer, der Mann im roten T-Shirt, wollte dich mit mehreren 11-jährigen Mädchen treffen. Scheiße, richtiger Creep-Taxifahrer. Ich habe seit 30 Jahren Durchfall. Heute ist echt ein großer Fall. Heute haben wir uns auf den Girl auf den Traum gesetzt. Ich habe ja umgekehrt. Ist das nicht Hugo? Ja. Das ist der Typ, oder? Der schneidet? Der hat wohl auch eigene Cutter, habe ich gerade im Chat gelesen. Aber der hat ja irgendwann mal angefangen. Das heißt, Hugo hat auf jeden Fall die Skills, ey. Ja, aber ja, stimmt, das war der, ja. Stimmt, der macht auch mega viel mit Revi und sowas, glaube ich, ne? Genau, unter anderem. Machen die nicht gerade so ein Nerd und Beauty oder irgendwie sowas? Ja, die haben so ganz viel komische, creepige Single-Shows, so richtig eklig, ey. Ja, muss ich sagen, hab mir auch nicht so gut gefallen. Nein, das ist ein anderer Hugo. Das ist Let's Hugo. Ich dachte, das wäre der gleiche. Ihr lebt hinter Mond, sagt der Chat. Zwei Hugos. Alter, was? Ich dachte, ohne Mist, das ist der. Ich dachte immer, der ist das, ey. Nee. Ich dachte auch, das wäre der. Nee. Alter, wir sind Drake, der. Alter, es gibt davon echt mehrere? Alter, ich dachte, ich war mir zu 600% sicher, ey. Let's Hugo und Hungriger Hugo sind zwei unterschiedliche Personen. Okay, ja, man lernt immer wieder was Neues, ne? Dankeschön, also... Seit 10 Jahren YouTuber, hallo. Wir kennen uns aus. Bei den Losen war der Hauptevent ein Monat der OnlyFans. Und das habe ich dann einfach gewonnen. Digga. Was ist denn da? Bro, das kannst du nicht so zeigen. Hast du eine Fragenrunde oder so? Ja? Nee, wir machen TikTok. Wer ist gefragt heute? Hast du eine Freundin? Ja. Okay, ja, das war die Frage. Okay, dann... Ja. Willst du im TikTok sein? Ja, auf jeden Fall. Okay. Egal welche Frage, ich bin immer dabei. Okay, ja. Aber das war schon. Okay. So. Hä? Ich will jetzt verwirrt. Ich verstehe jetzt nicht so ganz. Was denn? Wurde ich schon aufgenommen? Wie heißt du eigentlich auf TikTok? Boah, den Namen weiß ich gerade nicht auswendig. XXLROTZI007. Aber wir müssen jetzt gehen. Klar, ciao. Ciao. Das war's schon! Geil. Das Video ist einfach immer zu kurz, ey. Ich dachte bis heute wirklich, dass Hungriger Hugo dieser Let's Hugo ist.
Timeout für die Losers. Let's Hugo hat auch einen Zwilling, der streamt. Ja, jetzt verarscht ihr mich doch aber, oder? Ey, ich fühl mich. Ist das dann der hungrige Hugo? Ey, ohne Mist, ich fühle mich gerade wie Deko, der eiskalt Bibis Beauty Palace und wie hieß die andere? Katja Krasnovic. Nicht unterscheiden konnte. Wer ist da Bibis Beauty Palace und diese andere? Ja, wir aber es ist das Gleiche. Ist das, nee, Bilou war Bibis Beauty Palace, oder? Ja. Digga. Egal, das sind einfach irgendwelche blonden Influencerinnen, die krass geschminkt sind. Dagi B, dankeschön. Dagi B, genau, ja. Dankeschön. Also jetzt weiß ich, wie es sich anfühlt, Deko zu sein, wenn man absolut gar keine Ahnung hat, ey. Wir sind schon richtige Boomer, ey. Scheiße, es hat sich wieder bestätigt, wir sind richtige YouTube-Boomer-Fan, ey. Oh, yeah. Aber das Video war richtig geil geschnitten. Also, echt krass, Let's, Alter, Hugo, Let's Hugo hast du gut geschnitten. Nein, das war ein Troll, das ist ey. Hugo, ja, war doch, ey, das war doch der Troll, ey. Alter, mein Leben ist gleich ganz vorbei, ey. Aber ey, mein Highlight war die Werbung, die war richtig gut, ey. Ja, muss man sagen. Ohne Witz, würdet ihr beide bei Seven vs. Wild mitmachen, wäre es geil. Dann würdest du auch gucken bestimmt, ne? Ansonsten nicht. Also Muchachos, den Clip müssen wir vorspielen. Ja, das Video war nice. Ich denke mal, unser Wissen bezüglich der Hugos war auch nice, ne? Also perfekt. Und wir erwarten natürlich in Zukunft einen richtig geilen Triebwerk-Werbeclip, ne? Das wäre auch nochmal richtig geil. Falls ihr Connections habt oder sowas, ne? Triebwerk, macht da was klar. Ballert da rein. Also Daumen nach oben, Baller, ne? Bis dann, reingehauen.